Okay, läuft. Also, erste Aufnahme mit der Sony A6300. Ich habe mir jetzt meinen Fotokoffer gebastelt, finde ich ziemlich geil. Ich weiß, dass es zu dunkel ist, aber da ist der Filter drauf und wir gehen jetzt sowieso raus. Okay, Filter runter und Musik aus. Musik aus. Knopf aus. Bildschirm aus. Und raus hier. Mitnehmen. Ich denke mal, ich habe eine Sonnenbrille auf. Ich weiß gar nicht, ob ich im Bild bin. Hey, ist doch total doof. Schrei ich? Gute Kopfhörer übrigens. Bose. Hammer. Keine Werbung, sage ich nur, ist geil. Ah, Bier. Nicht die Umwelt kaputt machen. Ah. Hallo, setz das mal ab, ich schwitze wie ein Schwein von wegen, ich mache meine Haare ab sofort jetzt auf. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, echt. Aber hier ist es so ultra geil, schön so im Wald irgendwie, keine Ahnung. Ich hasse Nürnberg voll wegen seiner Dreckstadt, aber schaut euch das mal an. Es ist total geil. Ja, also kann ich ja nur empfehlen, hier unten, es ist total schön, überall sind so Bretter hingebaut zum, ja, ich zeige euch das mal, da hinten, kann man das sehen? Ich habe hier leider keinen Zoom. Und mein Ziel ist es ja, auf die Aufsichtsplattform und einen richtig geilen Sonnenuntergang zu fotografieren. Ich habe mir nämlich angeschaut, wie das so im Internet ungefähr aussieht da oben. Das dürfte richtig geil sein. Und da ich ja immer schon wieder zu spät los bin, weil ich mir so viele Dinge am PC machen muss, sollte ich mal lieber weiter, weil ich brauche noch 20 Minuten bis dahin. Alter, ich will nach oben, nicht nach unten. Ich fahre die ganze Zeit nach unten und ich will nach oben. Ich will da was sehen. Was ist denn da los? Kann man mich überhaupt sehen und es ist zu dunkel? Wie sollen wir das auch wissen ohne Klappdisplay? Oh Mann, Sony, ich stehe immer noch auf Canon. Scheiß auf 4K. Fuck! Da! Ja.
Schalte! Problem? Akku. Problem, Akku gleich leer. Das heißt, Aufnahme in 4K vorbei. Ich, Vollidiot, hab kein verdammtes Wasser dabei, kein Camelback, kein Bier, kein Trinken und bin froh, wenn ich hier wieder runterkomme und mir irgendwo was zu trinken kaufen kann. Ich bin voll verpeilt, habe genauso wie die Akkus, nicht für die Sony, die sind noch nicht da, sondern für meine Kamera. Und ich werde mich wahrscheinlich hier auf diesen Felsen stellen und mal schauen, ob ich hier irgendwie ein geiles Foto drauf kriege. Die Wolken sind natürlich wieder nicht mehr so, wie sie vorhin waren, fluffig und wuffig. Nur die da hinten vielleicht. Die da, kann man die sehen? Die sieht gut aus. Der Rest ist so ein Nebel. Und das mit der Baustelle hier, das habe ich mir irgendwie auch ein bisschen schöner vorgestellt. Vielleicht fahre ich noch davor, vielleicht kann man das irgendwie umgehen. Oder ich zoome einfach auf das Dorf. Denn blaue Stunde würde ich auch ganz gerne noch mitnehmen. Aber es ist jetzt erst 8:30. Das heißt, noch eine Stunde dursten. Ja. Und ich bin ganz ehrlich, ich werde mich dann nicht mehr melden. Und die Fotos könnt ihr dann auf Instagram begutachten. Eine halbe Stunde filmen mit der Sony, das ist echt. Schafft die Canon sogar ein bisschen mehr. Schade, 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 schade. Ich glaube, ich grab noch Wasser. Ach, kann man so doof sein, bei 30 Grad nicht zu saufen und alles vergessen. Oh, habe ich auf die Linse? Wollte ich nicht. Oh Mann. Oh, ganz schön weit weg von zu Hause. Da hinten ist der Turm. Da so. Guck mal. Ja, Akku zeigt auch schon gelb. Also schalte ich mal aus dieser Welt.